Hi, schön, dass du da bist. Ich zeige dir heute, wie du eine Datei sicher, vollständig löschen kannst. Ich zeige dir das Ganze praktisch mit einem Tool. Keine Sorge, aber ich will natürlich, dass du auch was lernst und deswegen erkläre ich dir erstmal, warum es nicht reicht, einfach Rechtsklick hier eine Datei zu löschen und die dann eventuell auch noch aus dem Mülleimer löschen. Das reicht nicht, um eine Datei vollständig zu löschen. Ich erkläre dir jetzt mal das Prinzip dahinter. Und das erkläre ich dir ganz lustig an diesem Block hier. Wir stellen uns vor, das sind alle unsere Dateien hier auf unserem Computer. Und wenn du Rechtsklick löschen machst, dann machst du ganz einfach nichts anderes, als hier eine Seite wegzureißen. Die liegt dann irgendwo auf dem PC. Und wenn du Glück hast, dann überschreibt eine andere Datei diese Datei und somit sind die Daten, die auf diesem Blatt hier draufstehen, weg. Wenn du jetzt aber Pech hast, liegt das Blatt hier und deine neuen Daten liegen hier und somit sind deine Daten nicht überschrieben und man kann sie mit Experten-Tools wiederherstellen. Also sind die Daten nicht hundertprozentig sicher weg vom Fenster, sage ich jetzt mal, sondern man kann wieder hier das Ganze lesen, wie man hier sieht. Wie macht jetzt ein Tool das? Ein Erasing-Tool oder File-Shredderer werden die auch genannt. Das nimmt einfach die Daten und schreibt hier 10-mal oder so oft wie man halt will, Sachen immer wieder drauf, bis irgendwann nichts mehr draufsteht. Genau, so funktioniert das ganze System. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Und jetzt noch kurz erklärt, was ist dann normales Löschen? Also normales Löschen ist einfach abtrennen. Was ist abtrennen? Abtrennen ist einfach das Register, hier das Register, wo genau steht, welche Datei wo gespeichert ist, löschen. Und dann kann halt eine neue Datei das wieder überschreiben. Genau. Also das Register löschen reicht uns aber nicht. Wir wollen die Datei wirklich komplett oder die Daten wirklich komplett löschen. Also ich würde sagen, let's go. Cybersecurity. Be part of IT. Okay, dann starten wir mal. Und ich habe für dich das Tool schon mal vorbereitet, besser gesagt den Download-Link, kommt in die Beschreibung wie gewöhnt. Hier oben der Link auch nochmal. Dieses Tool heißt Eraser. Das laden wir einfach runter, indem wir hier Download klicken. Dann dauert es kurz, kommt ein bisschen Werbung, hier wieder auch auf Download. Dann können wir hier klicken, dann geht es ein bisschen schneller. Und dann speichern wir das Ganze. Dann können wir einmal hier draufklicken und den Browser einmal mit Ja bestätigen, den Browser wieder zumachen. Hier einfach auf Next, Agree, Next. Dann können wir Custom schauen, was wir hier so brauchen. Und wir lassen einfach mal alles. Genau, dann Install und dann war es das Ganze auch schon. Kurz warten. Gut, dann sind wir wieder back und wir klicken hier den Haken Run Eraser und klicken auf Finish. Okay, dann startet sich das Programm und wir sehen hier, es ist relativ schlicht gehalten. Wir haben hier auch nochmal die Verknüpfung, so könnt ihr es dann immer wieder öffnen. Und wir schauen uns jetzt mal die Settings an. Diese ganzen Settings betreffen hier, wenn wir jetzt Rechtsklick auf eine Datei drauf machen, ich mache mal hier oben auf Bitcoin, und dann seht ihr hier dieses Erase. Das ist das Programm, das wir gerade installiert haben und wir können hier eben das Ganze auswählen. Diese Einstellungen sind dann hier. Also es wird dann so durchgeführt, wie wir es hier eingestellt haben. Also die Daten werden jetzt hier gelöscht. Hier gibt es jetzt verschiedene Methoden. Zum Beispiel die Goodman-Methode. Und hier steht 35 Passes. Also es wird 35 mal überschrieben. Dann gibt es hier auch nochmal eins mit 7 Passes. Zum Beispiel der BSI empfiehlt, dass man mindestens 7 mal eine Datei überschreibt, damit sie wirklich nicht mehr wiederhergestellt werden kann. Oder ihr nehmt das von der US Air Force oder Army. Hier wird 3-mal überschrieben. Es sind auch verschiedene Muster dahinter, mathematische Methoden. Zum Beispiel kann man eine Datei mit lauter Nullen überschreiben oder mit lauter Einsen. Oder man überschreibt eine Datei mit Einsen und Nullen im abwechselnd. Und ja, das sind eben diese verschiedenen Methoden. Ich würde euch die Goodman-Methode empfehlen. Hier seid ihr relativ sicher mit 35 Durchläufen oder Überschreibungsprozessen. Und ja, das hier einfach auswählen. Hier könnt ihr das auch alles nochmal auswählen.
Und ja, wenn ihr zum Beispiel ein ganzes Drive, also ein ganzes Laufwerk, erasen wollt, also überschreiben, dann könnt ihr das hier auch nochmal auswählen, wie das sich verhalten soll. Genau. Das war's hier auch schon. Wir machen das Ganze aber über einen Task, also einen, ja, Auftrag sozusagen. Und dafür klicken wir hier oben rein, klicken hier Rechtsklick, New Task, geben den Namen und sagen jetzt hier mal Test. Und natürlich brauchen wir eine Datei, die wir löschen wollen. Erstelle jetzt hier eine Textdatei, die nenne ich geheim und schreibe auch noch irgendwas rein, irgendwas Geheimes. Steuerung S gespeichert. Okay, ihr seht es nicht. Jetzt hier gespeichert. Und ja, die löschen wir jetzt dann. Dann klicken wir auf Run Immediately, sagen hier, welche Daten wir löschen wollen und wie wir sie löschen wollen. Wie gesagt, unsere Gutmann-Methode ist ziemlich gut. Und die wählen wir aus. Und dann hier noch die Daten, die gelöscht werden sollen. Hier wählen wir jetzt unsere Datei aus oder unseren Ordner. Und klicken öffnen. Dann einmal OK. Und hier auch nochmal OK. Und das lief so schnell, dass der Task hier kurz aufgeleuchtet hat. Aber die Datei wurde jetzt gelöscht. Wir sehen, es ist nicht mehr da. Und sie wurde 35 Mal überschrieben. Bei größeren Datenmengen dauert es eventuell länger. Aber wir haben jetzt nur eine kleine Textdatei gemacht. Deswegen lief es ziemlich schnell durch. Und ja, das war's. So leicht könnt ihr eine Datei unwiderruflich löschen. Und ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du konntest was lernen. Wenn ich dir weiterhelfen konnte, gib doch ein Like, abonniere den Channel. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bleib sicher und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.